Hier sind wir mit unseren Neuzugängen, mit unserem kleinen Osterbücher-Haul. Das sind die Sachen, die wir uns selbst geschenkt haben, ja, zu Ostern. Und es sind reichlich Bücher, wie ihr sehen könnt. Als Bibliophile blieb uns da nichts anderes übrig. Wir zeigen euch jetzt aber auch nur die Bücher, weil wir haben noch, ich glaube, 4 DVDs eingekauft. Aber allesamt Bollywood-Filme. Okay. Ja. Du fängst an. Ich fange an. Also für mich ist das jetzt ganz schwer. Ich weiß nicht, wie euch das immer geht, aber wenn ich ein Buch noch nicht gelesen habe, kann ich da immer ganz, ganz wenig zu sagen. Wir haben uns jedenfalls eingedeckt mit McCabot und das erste Buch ist Schwer verliebt. Es ist die Heather Wells Reihe. Und ich glaube, es ist der zweite Teil. Ja, und der erste Teil. Ich glaube, dazu gehört noch das. Also wir kriegen es jetzt nicht ganz auf die Reihe. Wir haben aber von McCabot dann noch diese beiden. Das ist Lizzie Nichols. Ich weiß es nicht. Ich habe keinerlei Ahnung, in welchem Zusammenhang die im Moment stehen. Ich habe das jetzt aber alles schon bei Wikipedia nachgeguckt. Also das ist Heather Wells und das ist Lizzie. Das ist auch Lizzie. Gut, dann ist dies eine Reihe und das ist eine Reihe. Aber bei Anna waren wir so clever, da fehlt uns das erste Buch, ich glaube bei der hier. Ja, egal, das muss dann nochmal nachgeordert werden. Ich dachte, wir hätten es dabei gehabt bei der Bestellung, aber nein, hatten wir nicht. Ja, da sind wir schon sehr gespannt drauf, nachdem ich jetzt um die Ecke geküsst gelesen habe und plötzlich Prinzessin und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Reihe, hier die ganzen Bücher werden wir uns jetzt auch nach und nach holen und wir sind gespannt. Und ich fürchte, wir werden sie alle, fast alle zusammenlesen, weil die geben wir jetzt einfach mal nicht so auf, die weil, jeder von uns. Weil um die Ecke geküsst habe ich es nämlich total bereut, das nicht zusammen mit Mar gelesen zu haben, weil Mar hat mir dann auch teilweise dann noch daraus vorgelesen, weil ich es einfach so genial fand und sie, ich wollte sie immer noch infizieren, aber das war dann schon bei der Hälfte und dann kam Mar nicht mehr richtig rein, was total schade war, weil das Buch war echt super süß. Und aber von den Stellen, die Mar da schon gelesen hat, war klar, wenn jetzt McCabot will sie das zusammen mit mir lesen. Genau, so. Und dann haben wir noch von McCabot, Susanna, auch Geister können küssen. Das steht schon irrelange auf meiner Wunschliste. Und jetzt endlich haben wir es. Es geht um ein junges Mädchen und sie kann Geister sehen, wie ich hier gerade lese. Aber sie findet das wohl nicht ganz so toll. Ist total süß hier mit den kleinen Herzchen und ja, ein bisschen Magie, das ist doch was für uns. So, dann habe ich mir ein Buch geholt, das habe ich damals, das hat Mar in der Buchhandlung entdeckt und hat gesagt, Sina, guck dir dieses Buch an, das wäre doch was für dich. Aber ich hatte gerade zu der Zeit so viele Mädchenbücher auf dem Sub, habe ich zwar immer noch, aber jetzt muss es sein. Und ja, es ist von Lucy Silek oder Silek, Beautiful Americans, Paris, wir kommen. Und ich finde das Cover einfach nur toll. Ich habe jetzt auch in der Buchhandlung schon den zweiten Teil gesehen. Das hat mir dann wieder dieses Buch in Erinnerung gerufen. Und ja, ich bin total begeistert von dem Cover. Ich hoffe, der Inhalt kann mithalten. Aber so sieht das wirklich gut aus. Worum geht's? Ich glaube, das ist so. Es geht um Paris, es ist eine Reise nach Paris. Wir können da jetzt nicht so viel zu sagen, weil es halt noch neu ist. Und wir halt selber nicht so viel. Und wenn wir euch die hinten die Zusammenfassung vorlesen, na, ist ja eigentlich auch nicht ganz. Aber so alle Infos stehen prickelig unter, wenn ihr jetzt sagt, das Cover ist so toll oder das Cover oder dieses Buch sieht ja interessant aus. Unten sind überall auch die Links direkt zu Amazon. Da könnt ihr dann drauf gehen und könnt euch auch gerade mal den Klappentext durchlesen. Ja, und ich habe hier von Uli T. Swietler, Toskana für Arme, eine Liebeserklärung an ein italienisches Dorf. Und es handelt wohl von einem jungen Mann, der totalen Liebeskummer hat und der sich überlegt, ich setze mich ab nach Italien, das tut der Seele gut, aber es reicht halt nicht für ein super tolles Haus, für eine, ja, wie heißen sie denn nochmal? Finca? Nee, Finca, das wäre Spanien. Naja, auf jeden Fall, es reicht jedenfalls nicht für das riesengroße Glück, sondern nur für ein kleines Rustico. Genau. Ja. Ja, es reicht ja nur. Nee. Ja. Für ein Rustico und. Wer also weiß, wie die schönen Häuser in Italien heißen, ja, bitte melden. Wir hier gerade wieder mit dem berühmten
Lampenbrett vorm Kopf. Ja, und das scheint doch so richtig, ja, nach meinem Geschmack zu sein. So, dann haben wir uns geholt Daniel Gottlieb, Was ich vom Leben weiß, Briefe eines Großvaters an einen kleinen Jungen. Auch das steht schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Und es ist irgendwie, der Großvater hat den kleinen Jungen gesehen und hat dann halt die Lehren seines Lebens halt in Briefe verpackt. Und ja, ich bin gespannt, wie das ist. Ich habe auch noch Briefe für Emily an Emily, habe ich auch noch auf dem Sub. Ich weiß nicht, welches ich zuerst lese. Ich glaube, das hier, das ist dünner. Oder das Auswahlkriterium, aber ich glaube schon. Das ist neuer. Ja, ich laufe außerdem schon länger hinter diesem Buch her. Das andere war mehr so eine Ersatzhandlung, warum auch immer. Jedenfalls bin ich gespannt, was das zu bieten hat. Tja, und ich habe mit Ostern. Was ja, ist jetzt? Schmeiß ruhig mit Büchern um dich. Ich habe mich belohnt mit Cornelia Funke, Reckless. Steinernes Fleisch, und ich weiß, dass dieses Buch total polarisiert. Ich glaube, es hat bei Amazon genauso viele positive, also 5-Sterne Bewertungen wie auch 1-Sterne Bewertungen. Ich mache mir da jetzt mal selber ein Bild von. Es reizt mich schon ganz, ganz lange. Ich juckel da jetzt schon lange hinterher. Es ist also auch wirklich wunderschön aufgemacht. Ja, ich bin total begeistert von dieser. Es ist ein Schmuckstück. Also Leute, dieses Buch ist echt. Ich weiß nicht, wie der Text ist. Ich werde es auch nicht lesen. Es hat, glaube ich, sehr, sehr viele Märchenelemente. Und es geht um zwei Brüder, wobei der eine den anderen halt retten muss. Aber es ist so schön aufgemacht, diese Kapitelanfänge. Und die sehen alle so toll aus. Es ist echt, ich zeig's euch nochmal. Hatte ich nicht erwartet. Ich hatte das Buch auch so noch gar nicht in einer Buchhandlung in der Hand. Ich fand nur immer das Cover total ansprechend, aber. Ja, Mar wird's lesen, Mar wird euch dann auch sagen können, wie sie es tut. Ja, ich habe Sina jetzt nämlich schon ganz, ganz lange damit genervt, dass ich das unbedingt haben will, weil mir auch Geisterritter gut gefallen hat, natürlich die Tintenherz-Trilogie, die wilden Hühner und auch die beiden kleinen Hexen. Also wir mögen jedenfalls absolut gerne Cornelia Funke und ich freue mich schon. So, dann haben wir uns geholt Meine beste Feindin. Wer von uns diese Bücher jetzt lesen wird, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ich habe auch jetzt gestern meinen Cecilia Ahern, den ich mir im letzten Neuzugänge-Video, glaube ich, geholt hatte. Der ist jetzt auf Mars Sub gewandert, einfach weil ich meine, im Moment passt es besser zu ihr als zu mir. Also deswegen wundert euch jetzt nicht, das sind jetzt Gemeinschaftsanschaffungen erstmal. So, Meine beste Feindin handelt von zwei besten Freundinnen, die zu besten Feindinnen werden. Und da bin ich einfach mal gespannt. Mehr kann ich euch aber zu diesem Buch jetzt auch noch nicht sagen, nur dass es ultra lange schon auf meiner Wunschliste stand. Das hattest du mir gestern, glaube ich, vorgelesen. Der Kaiser von China, also worum es geht. Ich glaube, es ist halt ein Mann, der seinen Verwandten vortäuscht, dass er in China war. Und er denkt sich dazu wohl eine ganz grandiose Geschichte aus, wenn ich das richtig... Genau. Ja, also da haben wir jetzt noch die Storyline so ein bisschen im Kopf. Und das hört sich doch wirklich sehr, sehr gut an. Ich denke mal, das werden wir... wohl zusammenlesen. Ach, das auch? Ja, das auch. Sie werden viel zu tun haben. So, dann von Alexandros Stefanidis, Beim Griechen, wie mein Vater in unserer Taverne Geschichte schrieb. Ja, und dieses Buch, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil wir Lala Akgün gelesen hatten. Und ich hatte geguckt, welche Bücher denn da noch so empfohlen werden. Und darunter war auch dieses Beim Griechen. Es hat auch gut abgeschnitten, da wir so etwas total gerne lesen. Ist es schwuppdiwupp gleich auf dem Wunschzettel gelandet. Und jetzt in unserem Besitz. Wartet. Hier hinten sind auch Fotos drin. Und ich bin gespannt, wie es ist. Marvel hat auch gleich angekündigt, dass sie es mitlesen will. Wir sind gespannt. Ja. Ja, und dann haben wir, wer Ja sagt, muss auch Onkel Horst einladen und andere Hindernisse auf dem Weg zur Märchenhochzeit. Also ihr hört hier jetzt noch nicht die Hochzeitsglocken klingeln, aber das Buch ist einfach nur süß. Es ist total toll aufgemacht und da freuen wir uns beide schon richtig, richtig riesig drauf. Also jedes Kapitel. Es ist, glaube ich, eine abgedruckte Kolumne. Ja. Und so, also. Es sieht so süß aus. Und ja, es ist eine Hochzeitskolumne.
Und da sind wir wirklich sehr gespannt drauf. Es sieht total süß aus. Besonders, weil ich ja mal mit dem Gedanken gespielt habe, Wedding Planner zu werden. Das war natürlich nach dem Film. Ja, und lang ist es her. Aber ich habe eher so einen kleinen Hochzeit. Wolltest du nicht auch mal Lateinlehrer werden? Nein. auf keinen Fall. Nein, ich hatte. Ja, ich habe einen totalen Hochzeitsknall. Ich liebe Brautkleider. Ich gucke mir die auch immer die neuen Kollektionen an. Also ich habe wirklich einen kleinen Brautick. Und ja, deswegen musste dieses Buch jetzt sein, wo wir darüber gestolpert sind. So, und das letzte Buch greife ich mir jetzt einfach auch nochmal. Sina, das war eigentlich für mich, aber Sina hat auch gleich gesagt, das möchte ich mitlesen. Von Stefan Maywald, Laura, Leo, Luca und ich, wie man in einer italienischen Familie überlebt. Ja, ich weiß zwar nicht, ob wir irgendwann mal in den Genuss einer italienischen Familie kommen werden, aber besser ist, man ist für alle Eventualitäten des Lebens ja gewappnet. Und Italien, ja, weiß ich nicht, momentan zieht es mich gedanklich ziemlich häufig nach Italien, genauso wie nach Indien oder Irland oder Frankreich. Wir sind eigentlich oder überall. Und Griechenland haben wir jetzt auch noch mit auf der... Und Romane, die wir lesen, spielen meistens in den USA, also... Oder England? Ja, also wir sind rund um die Welt zu finden. Nur Afrika, glaube ich, ist nicht ganz unsere Welt. Und China nicht. Und Thailand. Australien. Ja, aber hauptsächlich, ja, das sind, glaube ich, die Sachen, womit man uns jetzt noch nicht infiziert hat. Ja, aber Italien ist im Moment wieder ein großes Thema, gerade jetzt, wo der Sommer kommt. Und, genau. Ach, ja. Und so ist das eben, wahrscheinlich bin ich jetzt wieder so ein bisschen auf einen Italien-Trip gekommen durch The Tourist, diese Venedig und ja, es sieht ja einfach auch toll aus und ist schön und wer träumt nicht von, ja, von Italien. Ja, komm mal ein bisschen mit nach Italien. Ja, komm mal ein bisschen mit ans Blaue Meer. Ja, das sind unsere Neuzugänge. Viel mehr können wir dazu natürlich noch nicht sagen, weil wir haben sie ja noch nicht gelesen. Wir verlinken euch alle Bücher unten in der Infobox und ja, ihr werdet demnächst dann erfahren, wie sie uns gefallen haben. Ja, und das wär's mit uns. Bis zum nächsten Video. Ja, tschüss.